So, Wer wird Millionär? Spiel des Tages, 29. März. Und ich habe mich jetzt auch wirklich bei der Show beworben. Also RTL ruft mich an. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, ein bisschen mutiger zu spielen, weil es kann ja nicht sein, ständig nur bis 16.000 Euro zu kommen. Das ist, sollte nicht das Ziel sein. So, ohne Zeitlimit, mit Risiko. Machen Sie es kurz für im Auftrag meines Erachtens unter anderem Sie unten. Ja, mein täglich Brot hier. So, jetzt geht's los. Verspannt wie ich bin, tut es mir gut, wenn ich mich 2 Tageskarten, laufendes Monatsabo, 4er-Kombi-Ticket, einmal Kurzstrecke. D. Eine Fete definiert der Duden als fröhliche Feier. Auf größerer Leinwand, in dunkleren Farben, in kleinerem Rahmen, auf höherer Staffelei. C. Was kann der Zimmermann in seinem Job gar nicht gut gebrauchen? Spröde Lippen, brüchige Nägel, fettige Haare, unrasierte Beine. B. Ich habe alles davon. So, besichtigt Ex-Präsident Clinton einen Flughafen, dann sieht Mark Zuckerberg, Larry Page, Elon Musk, Bill Gates. Bill sieht Gates. So. Vielerorts werden im Körper Hormone weggegossen, fortgekippt, ausgeschüttet, abgespült. C. Damit haben wir die 500 Euro schon safe. Holde schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Nicht Symposium, nicht Gymnasium und auch nicht Magnesium. So. Bei welchen beiden Adjektiven bedeutet das eine nicht sinngemäß das Gegenteil des anderen? Verzagt und unverzagt, verblümt und unverblümt, verfroren und unverfroren, verfänglich und unverfänglich. Boah, sowas müsste ich ja eigentlich wissen, aber das ist jetzt gerade schwierig. Boah, das eine bedeutet nicht unbedingt das Gegenteil vom anderen. Sind es auch keine Wörter, die jetzt in Kombination oft benutzt werden oder die generell oft benutzt werden? Teilweise zumindest. Was soll unverzagt? Ja, verzagen als Verb ist ja einigermaßen häufig. Ich weiß es nicht. Fragen wir das Publikum. C. Verfroren und unverfroren. Ach so, ja, das eine ist wirklich auf Kälte bezogen, das eine ist unverschämt. Ja, wenn man ein bisschen länger nachgedacht hätte, aber ich will mich jetzt auch nicht ewig hier aufhalten. So, wem begegnet man auf Schildern im Spreewald immer wieder? Radelnde Gurke, schwimmender Rettich, laufendes Radieschen, rudernde Tomate. Was? Spreewaldgurke wahrscheinlich. Sonst hätte ich jetzt vielleicht einen Joker genommen, aber ich wollte ja ein bisschen mutiger sein. Die Spreewaldgurken sind bekannt, dann wird es mit Sicherheit A sein, auch wenn ich da selber noch nie war. Yes, Sir. Günther Jauch hätte mich jetzt sonst vielleicht gerettet, wenn ich zu mutig gewesen wäre. Was macht man am ehesten mit einem sogenannten Kienspan? Kamin anzünden, Reifen montieren, Zähne reinigen, Messer schärfen. Sparen. Zähne reinigen habe ich noch nie gehört. Messer schärfen. Und C würde ich ausschließen und alles andere weiß ich nicht. Ich rufe mal wen an. A, ja. Sparen, dann denkt man an Holz und Kamin anzünden, das passt ja vielleicht auch. Und ja, einmal 8.000 Euro. Zwei Joker haben wir noch. Auf welchem Kontinent leben die meisten französisch sprechenden Menschen? Intuitiv hätte ich jetzt Afrika gesagt, nicht Frankreich. Aber Frankreich hat ja viele Länder dort mit ihrer Sprache beglückt. Elfenbeinküste und so weiter. Nordamerika. Es gibt natürlich Kanada, ist eines der größten Länder der Welt. Und die Franco-Kanadier machen da auch einen großen Anteil aus. Europa natürlich, Frankreich selber. Asien ist auszuschließen, würde ich. Oder ist da auch irgendwas, was ich jetzt nicht direkt im Kopf habe? Ne, Frankreich glaube ich nicht so. Die Fühler nach Asien ausgestreckt. Ich hätte. Es geht ja um die Zahl. Frankreich ist zwar relativ groß, aber auch nicht so groß. Und Afrika ist riesig. Ich würde A sagen, Afrika. Das ist auch richtig. So. Man hat Angst, tief zu fallen und die Joker verschwendet zu haben. Deswegen, in der richtigen Show würde man sich vielleicht dann sowas doch nicht trauen. Und dann auch sich mit 16.000 Euro begnügen.
Aber man will jetzt ja auch mal ein bisschen hier trainieren. Die 1758. und damit letzte Folge der Lindenstraße vom 29. März 2020 trug den Titel. Auf Wiedersehen, Schlussapplaus, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. D würde ich jetzt mal ausschließen. B klingt zu langweilig. A würde ja ein Comeback andeuten. Ich würde sagen C. Jetzt, das ist aber wirklich zu vage, da frage ich mal wen im Publikum. Ah, auf Wiedersehen. Na gut, dann nehme ich das. 32.000 Euro, so einen Joker haben wir noch. Ein Schlüsselbund in der Hand gilt als gängiges Hilfsmittel beim Ausdauertraining, Vokabeln lernen, Powernapping, Klavierstimmen. Powernapping ist ja kurz mal ein paar Minuten oder ein halbes Stündchen schlafen, um sich aufzufrischen. Was hat das mit dem Schlüsselbund zu tun? Das würde ich ausschließen. Ausdauertraining. Wenn man draußen an der frischen Luft ist, dann hat man den Schlüssel vielleicht schon mal in der Hand, aber das hat ja mit dem Ausdauertraining an sich eigentlich nichts zu tun. Zu Vokabeln lernen sich auch keine Connection. Beim Klavierstimmen kann das vielleicht helfen. Um da irgendwie manch einer benutzt einen Schlüssel ja auch manchmal, was weiß ich, wenn man kein Messer oder einen Schraubenzieher zur Hand hat. Da D das einzige ist, was so in die mechanische Richtung geht, würde ich D sagen. What? What? Powernapping? Mit einem Schlüsselbund in der Hand? Damit man auch wieder schnell aufwacht oder was? Oder damit man es sich nicht zu bequem macht? Oder? Ja, toll. Ja, ich wollte ein bisschen mutiger sein und gehe jetzt mit 500 virtuellen Euro nach Hause. Aber das gehört ja auch zum Training dazu. Ja, sollte ich vielleicht doch ein bisschen weniger Frosch sein. Naja, 500 Euro, wir machen morgen weiter. Ciao.